Benedikt 22:24 gegen Dresden. Volle Halle, 1900 Leute. Ihr habt eine Chance verpasst, nochmal Werbung für euch zu machen. Woran hat es gehakt? Ja, ist eigentlich relativ einfach. Wir werfen 22 Tore zu Hause. Es ist deutlich zu wenig. Wir verwerfen ganz viele freie Bälle, machen einfache Fehler. Das machen wir normal nicht zu Hause. Das machen wir normal allgemein nicht. Und es bricht uns jetzt das Genick. Sergej, zwischen Rimpa und Erlangen gibt es ein ziemliches Gezerre um dich. Beide brauchen dich dringend wegen personeller Engpässe. Wie fühlt sich das für dich an? Also für einen Spieler natürlich sehr schmeichelhaft, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, so zu wissen, dass ich beiden Mannschaften so viel helfen kann, beziehungsweise mein Bestes immer gebe und dass das auch ein bisschen wertgeschätzt wird. Und man versucht für beide Mannschaften 100% zu geben, und wenn das alle überzeugt, man von zwei Seiten Vertrauen kriegt, ist super natürlich. Das freut einen umso mehr. Stefan, noch 4 Spiele für dich und Basti Kraus. Eure Abschiedstour habt ihr euch in den letzten beiden Spielen wahrscheinlich anders vorgestellt, oder? Ja, die haben uns auf jeden Fall anders vorgestellt, aber da geht es jetzt auch nicht um uns. Wir wollten heute den Zuschauern, was die letzten Wochen hier sowas abgeliefert haben und uns auch die letzten Wochen so stark gemacht haben hier daheim, wollten wir abgesehen von der Tabellensituation heute einfach einen Kampf bieten, und das haben wir überhaupt nicht geschafft. Wir sind ganz schlecht ins Spiel reingekommen und ja, das tut jetzt weh. Ich glaube, heute haben wir auch die Handballleien gesehen, wie schwer es ist, wenn man sich unter der Woche von der Abwehr her nicht auf den Gegner einstellen kann, weil unser Kreislauf, der Sergej, kam erst heute zum Spiel und es gab viele Abstimmungsprobleme, vor allem am Anfang, und dann kommt man ganz schwer in so ein Spiel rein und ja, das tut weh, vor allem wenn man, so wie ich, nicht mehr so viele Chancen hat, es wieder gut zu machen. Also ist es kein Problem der Motivation, weil es sportlich für euch im Prinzip um nichts mehr geht, außer um eine möglichst gute Platzierung? Ich glaube, es war kein Problem der Motivation. Wer zugeschaut hat, hat bestimmt gesehen, dass wir heute nicht gut gespielt haben, aber dass wir es versucht haben, es hat sehr viel unglücklich ausgesehen. Wir sind am Torhüter gescheitert. Ich glaube, wenn wir in der ersten Halbzeit die Hälfte der freien Bälle reinmachen, dann gehen wir in die Führung, gehen wir in die Pause mit einer 3-Tore-Führung, und dann läuft das Spiel anders und dann redet danach keiner über Motivation. Jetzt, wo wir es verlieren und immer wieder solche leichte Fehler gemacht haben, sagt natürlich jeder Motivation, aber das glaube ich persönlich nicht. Motivation wird wahrscheinlich auf jeden Fall nächstes Wochenende sicher kein Thema sein. Es geht nach Coburg zum Franken-Derby. Dieses Derby habt ihr noch nie verloren. Bleibt's dabei? Ja, also wenn es nach der Motivation geht, dann bleibt's dabei. Aber allein mit Motivation kommt man halt auch nicht weiter. Wir werden auch nächste Woche wieder ohne Kreisläufer spielen und trainieren. Werden uns bestmöglichst auf das Derby in Coburg vorbereiten und wollen natürlich unsere Serie halten, auch wenn es wahrscheinlich schwerer denn je wird. Aber es ist auch unser letztes Derby für mich und Basti. Und wir wollen den Zuschauern, die mit nach Coburg fahren, was bieten und nochmal alles in die Waagschale werfen.